Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 6. Staffel zur Folge Nummer 93 und reger Zugverkehr hier in der Metropolregion Gabeln-Jonsbach am Hauptbahnhof. VT11.5 verlässt den Bahnhof. Der fliegende Hamburger, nicht der fliegende Holländer, der fliegende Hamburger, fährt mit Überschallgeschwindigkeit in den Bahnhof ein. Der kam gerade ganz schön angeschossen. Der Schatten der startenden Flieger kreuzt den Bahnhof und die Baureihe 103 verlässt denn nun jetzt ebenfalls den Bahnhof. Also sehr cool, schönes Bild. Worum geht's heute? Wir machen Dampflokvernichtung, beziehungsweise human gesagt, wir tauschen einfach weiterhin Step by Step mal ein paar Dampfloks aus, damit die hier endlich runterkommen. Denn wir sind ja schon relativ weit jetzt im Jahr vorangeschrieben, 1970. Da sollten nicht mehr allzu viele Dampfer auf der Map sein und ich glaube, ich hänge weiterhin ganz schön hinterher. Jo, und von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und sag auf geht's. Als allererstes, hier ist die Datumsanzeige 1970. Wir stellen gerade mal das Ding jetzt auf volle Kraft voraus. Normale Spielzeit, normale Gameplay-Spielzeit sozusagen. Und dann gehen wir mal hier unten rechts auch gleich nochmal rein. Fahrzeugstatistik. Hupp. Und sortieren die ganze Geschichte mal nach Alter. So, und was ich gerade für eine Erkenntnis gesammelt habe, finde ich auch ganz nice. So, wir haben jetzt hier ein Alter von 221 Jahren. Ich glaube, das setzt sich zusammen aus den beiden Zügen, die hier drauf sind. Nö, angezeigt wird nur die älteste. Okay. Haben wir die andere erst so viel später denn drauf gemacht? Scheint wohl so. Aber ich schnall's trotzdem nicht. Wieso ist die Lebensdauer erreicht? 221 Jahre. Wie kann die 221 Jahre alt sein? Liegt das vielleicht daran, weil das eine Doppeltraktion ist? Ist es Doppeltraktion? Fahrzeuge verwalten. Lass mal schnell gucken. Auch nicht mal. Doch, doch. Vielleicht wäre nur eine denn halb so alt. Und weil zwei dran sind, sind die denn doppelt so alt? Kann das sein? Wir lernen mal wieder zusammen das Spiel kennen. Aber pass auf, jetzt kommt der Clou. Wenn ich jetzt, ihr seht es hier, 221, wenn ich jetzt hier das auf ein halb stelle, bupp, dann ändert der das Alter der Fahrzeuge runter auf 110 Jahre. Und wenn ich das auf ein Viertel stelle, bums, die Schwurb, sind die nur noch 55 Jahre alt. Kann ich das noch weiter runterstellen? Pausiert? Pausiert? Dann ist das Ding auf einmal 45 Stunden nur noch alt. Also, klar, okay, ich verstehe schon, wie er das skalieren kann, aber der Sinn dahinter? Schlaut mich auf, Freunde. Eure Kommentare sind wie immer Gold wert, gell? Macht mich schlau. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also, Dampfloks durchtauschen. Wir gerne mal hier hinten auf diese herrliche Zugbaum 1-Linie. Muss was ganz Nostalgisches sein, wenn das tatsächlich Baum 1 ist. Und die ist hier relativ weit östlich am Kartenrand gelegen. Gar nicht allzu komplex, die Geschichte. Und hier kommt auch gerade ein Zug an. Guck mal. Kameratool an. Die dampft hier noch fleißig vor sich hin. Eine treue Seele über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Dadurch, dass es zwei sind, auch eher treue Seelen, gell? Und allzeit bringen sie die Stämme, die Baumstämme rüber zum Sägewerk. So, ich habe kein Bier getrunken, nur Kaffee, Freunde. Man merkt es vielleicht. Oder auch nicht. So viel aber dazu. Und wenn wir dann mal kurz drüben gucken. Am Wald. Wie schaut es denn hier aus? Nur mal ein prüfender Blick. Volle Pulle. 400 werden noch transportiert. Hier ist, ja, ein kleiner Bestand vorgehalten. Passt aber soweit. Und der zweite Zug, wo ist der? Der fährt noch, okay. Was machen die Finanzen? Guck mal, so muss eine grundsolide Linie vom Plus auch aussehen, gell? Davon haben wir viel zu wenig. Ich meine, ist schon alles gut, wir machen Plus. Meckern tue ich trotzdem immer und rumschwafeln und sonst was. Aber das geht halt auch genau so, wie es hier angezeigt wird. Ich bin gespannt, wenn wir jetzt hier ein bisschen rumfingern und ein paar neue Garnituren bzw. Lokomotiven raufhämmern, geht das bestimmt in die Bunsen. Naja, dann ist es halt so. So, wir behalten mal alles im Auge, was im Auge zu behalten ist. Und vor allem ist es die Rate von 4,41. Verstehe ich jetzt auch nicht, wenn die Rate wirklich 4,41 ist. Und wir sind ja hier in dem Bereich nicht stark frequentiert. Also hier hinten im tiefsten Osten von Highland River, da ist nicht allzu viel los. Warte mal, Linienmanagement. Sind schon ein paar Linien, aber wird sich schon in Grenzen halten, was hier so lang geht. Nur 441er Rate. Warum, Freunde? Wenn wir 441er Rate haben, warum ist hier denn am Bahnhof? Ist hier, lag hier eben noch was. Jetzt liegt hier nichts mehr. Vielleicht sollte ich mir meine dämliche Fragerei ersparen und einfach mal lassen und einfach mal machen. Kommt da schon der nächste Zug an? Ach, der kommt von weiter hinten. Guck mal, das ist dann nämlich Zugbaum 2. Den werden wir uns wahrscheinlich als nächstes verknüpfen. Na gut. So, lange Rede. Ich will gar nicht gucken, wie viel ich schon hier rumgeeiert habe. Aber gehen wir mal rein. Zugbaum 1. Jetzt wirklich Fahrzeuge verwalten.
Das schieben wir hier so ein bisschen runter. Und dann auf gewählte Fahrzeuge ändern. Wir machen das erstmal mit der ersten. Die fährt 100 km/h, ist 318 Meter lang. Ich schätze mal 320 ist Max Länge, die möglich ist. Und wir gucken mal, wir brauchen eine Diesellok. Was wir uns denn da vorspannen? Allzu groß ist die Auswahl noch nicht, Freunde. Das hält sich hier alles noch in Grenzen. Ihr wisst schon, was wir hier haben. Von daher sollten wir auch in der Zeit mal voranschreiten, dass wir noch ein paar neue Diesellokomotiven bekommen. Gibt es die Taucherbrille als Diesel? Ich dachte, die haben wir nur als Strom. Haben wir die als Diesel? Haben wir die auch als Diesel irgendwo raufgemacht jetzt? Ja, ne? Stimmt. Interessant. So, dann nehmen wir doch einfach... Boah, hier gibt es nochmal Zugbedienung ohne Ende. Triple-Traktion haben wir auch noch drauf. Die riesenlangen Dinger, wie lang sind denn die? So, und schon wieder bei meinem Thema, warte mal. ZHD, sehr nice, 580 Meter. 520 Meter Triple-Burner. Gut, also nochmal zurück zum Thema. Hier wieder rein, Zugbaum, Fahrzeuge verwalten. Also heute... Eieiei. Ich glaube, wir hämmern uns mal hier sowas ran, eine V180, eine Baureihe 118 mit 120 km/h, ein bisschen schneller als die jetzigen. So eine haben wir noch nicht dran. Und wenn wir im Osten auf der Map sind, dann können wir damit assoziieren, dass wir auch eher Richtung Deutsche Demokratische Republik oder weiter in Osteuropa unterwegs sind. Und schon macht das alles auf jeden Fall Sinn. Nochmal kurz abbrechen und nochmal wieder rein. Wie viel hat die jetzt? 2000 kW mittelmäßig. Okay, die nehmen wir jetzt mal beide raus. Und dafür machen wir, wo ist sie hin? Die hier. Haben die einen Unterschied? Nee. Zip. Zip. Ab nach vorne mit beiden. Gut, wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Haben jetzt ein Leistungsniveau gut. Was ist, wenn wir nur eine nehmen? Ne, es ist zu wenig. Okay, dann nehmen wir zwei. 319 Meter lang, das passt auch. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr machen. Wir fahren immer noch nur 100 km/h schnell. Hätten wir denn andere Waggönchen, die wir ranhängen könnten, damit wir hier ein bisschen zügiger unterwegs sind. Wir brauchen Baumstämme. Hier wird hier schon irgendwas. Nee, hier gibt es nur... hier gibt es nur die Vanillas, womit wir schneller unterwegs sind. Sollen wir die nehmen? Irgendwie ist es ein bisschen zeitgemäßer, oder? Mit 120 und vor allem... So ein Vierachser? Ne, wir lassen den. Wir wollten auf Diesel umstellen, das machen wir hier auch. Für 11, Mio. Und das machen wir mit der zweiten einfach auch schnell, dann ist es gut. So, ändern für 9,7 Mio. Und schon geht's hier zur Sache. Rate 4,35, war die vorher anders? Ne, eigentlich nicht, gell? So sollte es passen. So, dann suchen wir uns mal eine schöne Garnitur und gucken uns mal die neuen Lokomotiven an, die wir jetzt hier drauf haben. Hat auch freie Bahn mit Marzipan, Gleiswechsel. Ich finde die ganz geil. Ich habe die sogar mal als Pico-Modell Spur N irgendwann mal früher gehabt, als ganz kleiner People. Das Ding habe ich natürlich komplett zerspielt. Die ist nicht lange gefahren. Da war ich aber noch klein. Okay. Wenn wir auch gerade noch schon hier so sind und Optimierungsmaßnahmen im Sinne vom ja, den guten neuen Zeiten vornehmen, dann können wir auch gleich mal gerade die Signale anpassen. So sukzessiv mal ein bisschen. Muss ja auch mal gemacht werden. Heißt, wir fliegen hier mal hin und tauschen die alten Formsignale mal aus gegen Lichtsignale. Tituliere ich das richtig? Beziehungsweise beschreibe ich das richtig? Ich hoffe. Ist hier auch noch eins? Ja, das steht auch so bescheiden. Vorm Tunnelportal als Ausfahrtssignal. Guck mal da oben, es gibt eine Menge neue Busse gerade. Icarus-Busse in Hülle und Fülle. Sehr cool. Und hier nehmen wir dann einfach das hier. Hatte das denn irgendwie... Ne, das war auch, sah auch so aus. Zip. So, 1000 Lackgebung. Vom Icarus, die hier hochkommen. Aufploppen. Und hier haben wir auch noch welche. Die können wir auch gerade noch tauschen. Neue Baureihe 218, aber auch wieder in der Lackgebung, die wir schon zuhauf haben. Ich hätte gern... Oh, guck mal. Da kommt sie. Die Ludmilla. Na cool, die kommt genau richtig. Wir brauchen ja gerade ein bisschen was Dieseliges hier. Weil wir ja überall
ohne Ding-Dong, ohne Strom unterwegs sind. Perfekt. Nice. Freue ich mich. Gut, ist das Signal schon grün? Dann können wir mal das Kameratool aktivieren. So. Schaut doch gleich ganz anders aus. Nichts mehr hier mit Dampflokomotiven aus 1900 Anno Klatsch. Wir erreichen die Moderne. Okay. Dann gucken wir tatsächlich nochmal rein. Hier in den Fahrzeugstatistik Übersichtsplan und selektieren nochmal durch. Zug Rohöl 1. Boah, das wird eine lange Linie sein, Freunde. Die ist, glaube ich, wirklich lang. Warte mal, wir machen mal so. Boah, da haben wir auch viele drauf. Die ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, die hat schon eine gewisse Länge. Hier geht schon ordentlich was ab. Und da freue ich mich auch, wenn wir die mal endlich umstellen. Und hier kommen wir über die allseits berüchtigte Zugspitzekehre. Über die Spitzkehre fahren wir hier. Hier ist auch ordentlich Betrieb gerade. Geil. Hier geht noch mehr rüber. Ja, ich weiß gar nicht, ob die alle von euch schon kennen. Der liebe Frank Rossdeutscher hat mir schon gesagt, ich sollte endlich nochmal ein Video machen, wo ich nur mal den aktuellen Stand der vollständig vorgehaltenen Infrastruktur darstelle, sozusagen das Netz vorstelle. Mal gucken, ob ich das mal auf die Beine bekomme, auf die Beine gestellt bekomme. Also hier fährt der Zug rein in diese Spitzkehre, dann macht der Kehrt und andersrum fährt er wieder raus. Und das Ganze geht sogar zeitgleich mit zwei Garnituren in jeweils beide Reiserichtungen sozusagen. Ja, weil wir keine Wendezüge haben, sieht es ein bisschen verkriebst aus, wenn er sich dann umdreht und wieder losfährt. Ist denn halt so. Das kleine Manko war ich bereit einzugehen, aber der kann jetzt hier andersrum die Spitzkehre verlassen und macht damit auch einen relativ großen Höhenunterschied wett. So, also um die Züge geht's jetzt. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen mit beschäftigen. Hier hinten geht's los. Die Ölquelle produziert 400 und wird auch mehr oder weniger 400 versandt. Und die hier hinten auch. Was haben wir hier überhaupt drauf? Was fährt denn hier lang auf dem Futzelstückchen? So, erstmal irgendwas, was Gleis wendelt. Wo ist denn die gute Garnitur? Hier ist sie. Die sehen wir gerade nicht. Was ist das? Auch noch Dampflok. Okay, müssen wir auch nochmal ändern. Aber hier bräuchten wir von Zugrohöl. Welche war es jetzt? Ich schwafel zu viel. Diese hier. Bräuchte man eine Rate von eigentlich nur 800, wir sind aber höher. Okay. Und von den Finanzen her schaut es so lala aus. Wahrscheinlich, weil auch eine Garnitur zu viel fast drauf ist, oder? Kann das sein? Dass sich das bemerkbar macht? Weil 9 bei 1, 2, 3, 4, 5 Garnituren, da hat die eine fast... Wir nehmen mal die letzte gerade runter. Fahrzeuge verwalten. Wir schmeißen die letzte mal runter und gucken, wie sich das denn entwickelt hier. Sepp verkaufen. Rate 800 noch irgendwo in dem Dreh. 57, okay. Und viel länger werden die nicht sein können dürfen. Weil bei 520 Meter das Ende. Aber, Freunde, aber jetzt kriegen wir vielleicht mit den neuen Diesellokomotiven, mit den Ludmillas, Freunde. Yes. Vielleicht kriegen wir das da alles ein bisschen besser gedeichselt, dass wir wirklich mit 4 Garnituren auskommen und die Rate auf trotzdem 800 treiben. Dann hätten wir nämlich tatsächlich was gewonnen. Und was wirklich ist optimiert. Und dann müssten wir eigentlich auch mit den Finanzen auf lange Sicht natürlich nicht sofort besser werden. Gelle? Habe ich das gut erklärt? Ich glaube schon. Und wir probieren das erstmal in der ersten Garnitur aus. Admiral Galactica. 750er Rate. Ich muss mir das mal irgendwo notieren. Der Bob. Sonst weiß ich, dass wenn ich hier gleich durch exerziert habe, die Modifikation, ich schon wieder nicht mehr weiß, was wir eben am Anfang hatten. Ihr könnt zurückspulen, ich kann das nicht. Und wir nehmen die mal komplett raus. Ach hier, das nehmen wir auch nochmal. Die haben nämlich eine Kapazität von 459. Das sollte ich mir auch mal fix notieren. Kappa. Und jetzt nehmen wir die mal komplett runter und machen uns mal eine schöne Ludmilla-Garnitur klar. Sehr nice. Boah, da haben wir lange drauf hingespielt, muss ich sagen. Also, so eine Ludmilla ist da auch so ein gewisser Meilenstein, muss ich schon sagen. Freue ich mich, dass wir die endlich haben. Mit 140 Kilometern Höchstgeschwindigkeit bei 2200 kW Leistung. Und wir machen das mal als
Doppeltraktion im ersten Step und dann gehen wir mal rein Cargo und selektieren hier einfach mal, was haben wir hier? Rohöl, ausschließlich glaube ich sogar, aber das ist ja auch kombinierbar. Wir haben das Westpaket und das Ostpaket und hier nutzen wir natürlich das Ostpaket und die Mische machen wir, die machen wir so ein bisschen Türkis, Petrol, Blau, Grün irgendwie. Lasst mich mal machen, das Dunkle kommt hier auch mit rein. So, und während ich hier so rumklicke, guck mal, schon jetzt sind wir bei 384 Rate, aber haben bei weitem noch nicht unsere 520 Meter erreicht, die wir hier, glaube ich, am Max haben können. Sind noch jetzt kommen wir, springen wir auf mittelmäßig um. Einer geht noch. 509, noch einer wäre zu viel. Ein Meter zu lang, schade. Machen wir so. Mittelmäßig, was sind wir bei den anderen gewesen? Schon gut. Mit der Trippeltraktion. Haben wir aber schon eine wesentlich höhere Kapazität. Und ich glaube, Freunde, gibt es eine Triple-Ludmilla-Traktion? Wir sollten das mal ausprobieren. Das hilft nichts. Wir probieren das wahrscheinlich mal aus. Auf Dazzle geklickt. Und dann hier unten nochmal rein. Zip, zip. Knick, knack. Ist natürlich schon recht gewagt jetzt so eine Garnitur. Nicht, dass wir der liebe Trecker, der alte Ludmilla-Fan vom Sitz fällt hier. 608 Kapazität, aber so machen wir das, Freunde. So machen wir das, so bauen wir alle um. Bei 517 Meter Länge. Okay, und wisst ihr was? Ich, wenn ich die kurz... Wir machen das Stück für Stück, das sind 56 Millionen, guck mal. 56 Millionen, wenn ich jetzt vier Garnituren hier durch existiere, dann werden wir... Boah, dann werden wir bei über 200 Millionen rauskommen. Aber gut, so ist es denn. Ich mache das jetzt mal schnell. Wird ein kurzer Klickaufwand werden. So, erste ist gewechselt, dann rein in die zweite. So, 505, 517 Meter. Soweit, so gut. Auch für 56,6 Mio getauscht. Zack. Denn war das jetzt der Ghost Hunter und jetzt kommt der liebe ZHD, der hat nämlich auch eine Namenspatenschaft auf diese mördermäßig lange und recht leistungsstarke Garnitur, die wir jetzt aber entsprechend umbauen. Auf Ludmilla, aber ich glaube auch der ZHD, der steht auf Ludmilla. Das war, glaube ich, bisher immer völlig okay. Von daher hoffe ich, dass du dich auch freust, lieber ZHD. Fährst jetzt nicht mehr auf Dampf, sondern auf Diesel weiter, aber standesgemäß. So, 517, abermals für 46,6 Mio, check. Und denn der letzte Zug ist noch frei. Wenn noch einer von euch Bock auf eine mordsmäßig lange Ludmilla Triple Traktion Namenspatenschaft hat, so melde er sich doch gerne per Kommentar unter dem Video. Und der Erste, der tatsächlich einen Kommi schreibt mit der Anfrage auf Namenspatenschaft, der kann dann hier diese Namenspatenschaft dieses Zuges ergattern. So, guck mal, und wir haben jetzt bereits eine Rate von 918. Jetzt muss ich das noch trotzdem vervollständigen. Oder muss ich das nicht? Eigentlich muss ich das nicht, das kann ich nämlich abbrechen. Zack, das breche ich ab. Das brauche keiner. Das machen wir wieder weg. So, und wir gucken jetzt mal. Wir brauchen eine Rate von 800. Right? Right. Und wenn ich den untersten Zug jetzt wegnehme, was passiert denn? Den verkaufe ich jetzt einfach. Hat der gerade zufällig noch was geladen? Wäre schade drum. Ne, der fährt über die Spitzkehre. Ist gerade unterwegs. Zurück. Ist leer. Den verkaufen wir. Und ciao. Rate sinkt auf 712. Ah, schade. Das ist zu wenig. Da brauchen wir mehr. Ich hätte es mir anders vorgestellt ein bisschen. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Wir fangen mal oben noch mal an. Ob wir hier eventuell noch... Bob, der kann nur 16 Einheiten wegschleppen. 15, 16, 16, 11. Oh, 24. Flüssiggaskesselwagen ohne Sonnenschutz. Gab es die aber damals schon, Freunde. Aber die passen ja eigentlich auch nicht so richtig. Ja, dann fahren wir erstmal so weiter.
Vielleicht lassen wir das aber tatsächlich mal. Wir fahren mal nur mit 3 Garnituren. Schont ja die Gleisinfrastruktur. Und ich hoffe, ich denke dran und behalte das wirklich mal im Auge, wie sich das hier entwickelt. Ob wir hier denn was brauchen. Aber ich habe Hoffnung, dass wir hier auch noch besser hinsichtlich unserer Finanzstatistik auf dieser Linie später klarkommen werden. So, wir gucken uns jetzt erstmal so eine Dieseltraktion schön in Kameratool an. So, da haben wir eine. Die ist auch recht sportlich unterwegs, gell? Und das ruckelt ein bisschen, schade. Aber schon nice. Triple-Traktion, krass. So, mit gut 90 km/h ist die unterwegs, diese Traktion. Jo, das gefällt mir. Schöne Aufnahme. Sehr, sehr geil. Perfekt. Gut. So, und weil es sich gerade noch anbietet, muss ich es euch zeigen. Guck mal, die begegnen sich auch gerade pronto. Beide auf der Einfahrt der Spitzkehre. Eine hoffentlich voll, die andere leer. Fast eine 100% zeitgleiche Einfahrt. Sehr cool. Das gibt es so auch nicht alle Tage auf jeden Fall. Auch nicht hier auf der Map. So schön zu sehen. So, da muss ich einfach noch eine Aufnahme machen. Hat man halt nicht oft. Ah, krass, geht auch gleich schnell zurück. Okay, die Dampflok hat wohl länger gebraucht. Was ist denn hier los? Na gut. So, dann haben wir es jetzt aber. Die Wege trennen sich wieder, aber sie werden sich auch wieder begegnen. Ob nun so optimal hier auf der Spitzkehre, zeitgleich, das mag ich mal zu bezweifeln. Aber keine Sorge, es wird ein Wiedergeben sehen. Es wird ein Wiedergeben sehen, Alter. Es wird ein Wiedergeben sehen, es wird ein Wiedersehen geben, verdammte Angst. Gut. Schöne Aufnahmen. Gefällt mir gut. Prägt die Map auch genau solche Aufnahmen und auch das ganze Flavor zu der Staffel hier. Okay, ich glaube, Freunde, wir haben es für den Moment. Wollen wir es mal nicht unnötig in die Länge ziehen? Wir sind einfach mal am Ende vom Video. Wir machen beim nächsten Mal weiter, dann sprengt es nicht so. Ich will ja auch die 100 Folgen noch voll kriegen, gell? Nicht, dass mir noch der Stoff ausgeht. Also, Freunde, verbleiben wir einfach so. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich über eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.